Die Niederlande hatte gegen Ukraine dann am Ende dann tatsächlich ein bisschen Spektakel noch gebracht. 3:2 gewann man dort, nachdem man zwischenzeitlich eine 2:0-Führung verspielt hatte. Österreich recht souverän, recht überlegen gegen Nordmazedonien mit 3:1 gewonnen. Also wir haben hier in Gruppe C das Duell zweier Gruppen. Gewinner Österreich und Niederlande eben jeweils sogar mit 3 erzielten Toren. Das heißt, konnte man sich hier auf ein Torspektakel einstellen? Nein, beide Mannschaften verteidigten erstmal diszipliniert. Es dauerte, bis hier mal was zustande kam. Dann ist es Ulmer, der sich den Ball mal aufnehmen kann und dann auch durchaus zum nicht ungefährlichen Abschluss kommt. In der 25. Spielminute, der Abdruck aus der zweiten Reihe, aber die Offensivreihen, sie kamen noch nicht so richtig zur Entfaltung. Und das hier das größte Highlight in Durchgang 1. Wir sind in der 45. Minute, wir sehen das auch, Österreich sehr abwartend, die Niederländer sehr auf Ballbesitz bedacht und so ging es dann torlos in die Pause. Man hatte sich sicherlich etwas mehr erhofft, aber es war eben dieses Abtasten auf hohem Niveau und bis dato eben sehr wenige Torchancen. Knapp 10 Minuten jetzt gespielt in Halbzeit 2. Es wurde etwas aktiver, was die Niederlande machte. Depay von Grilic gestört. De Roon und da auch sehr aggressiv die Österreicher. Es gab dann einen Freistoß, den man nicht unbedingt hätte geben müssen. Foul gegen Grilic dann im Endeffekt gepfiffen, wird dann auch noch mal drüber gesprochen. Naja, ob man da für etwas geben muss, sei mal dahingestellt. Der Freistoß im Anschluss an diese Szene. Memphis Depay macht es selber. Und was war bitte das? Ein Sinnbild tatsächlich für diese Partie. Weiterhin 0:0. Was war mit Österreich los? Sie haben in der Offensive durchaus einige kräftige und gute Spieler. Sabitzer jetzt mal mit dem Ball am Fuß. Kann er mal was einleiten mit Marko Arnautovic? Eigentlich da vorne auch einen gefährlichen Stürmer. Der abgefälschte Ball. Aber auch er bringt keine Gefahr ein. Somit weiterhin 0:0. Und das ging so unter dem Strich auch in Ordnung. Es kam weder die Niederlande noch Österreich so richtig ins Rollen. Und dementsprechend musste man weiterhin warten auf den ersten Treffer. Arnautovic, dann vertändeln da die Niederländer fast den Ball. Stefan Leiner holt ihn sich nochmal zurück. Aber wo kann man was draus machen? Wijnaldum tritt dazwischen. Sabitzer macht es schnell. Arnautovic. Und jetzt vielleicht mal. Arnautovic wurstelt sich da irgendwie durch. Und dann auch mal was zu halten. 76. Minute. Schnell ausgeführter Freistoß. Dann Arnautovic, der da irgendwie im dritten, vierten Nachfassen dann irgendwie den Ball mitbekommt. Und trotzdem mehr als eine 80-prozentige Torchance maximal kam dann auch nicht bei rum. Schlussphase, Schlager mit dem Ballverlust, Depay, gedankenschnell, der Pass zu Weghorst, Alaba hinterher, aber nicht genug dran, um da irgendwas zu verhindern, um diesen Wout Weghorst zu verteidigen. 88. Minute. 1:0 für die Niederlande. Wie schon gegen die Ukraine schlagen sie spät zu und sichern sich die 3 Punkte. Österreich vielleicht dann in der Defensive diesen einen Augenblick nicht geordnet genug. Ballverlust von Schlager, dann geht schnell nach vorne und Weghorst lässt sich das dann im 1 gegen 1 nicht mehr nehmen. Und beweist seine Qualitäten im Abschluss. Also Alaba ist da überhaupt kein Vorwurf zu machen, denn der Fehler ging von Schlager aus. Und der wird teuer bezahlt, denn es blieb beim 1:0. Es war eine unnötige Niederlage aus Sicht der Österreicher, sicherlich auch zu verkraften, aber der Lachende ist heute Wout Weghorst.